können auf clean 1, aber du hast ja schon 55, du hast ja 55 gesagt, das ist 55. Naja, wir machen 55, easy. Easy, 55. Okay. Right, ciao. Okay. 3 Minuten. Bis 55. Und wir sind seit wie lange live? Das 30 Stunden. Genau 30 Stunden sind wir schon live, Chat. Davius. Claps. Claps in den Chat. 30 Stunden. Ist das die Leute Zeit? Haben Ausdauer. Ja. Super. Punkt 3. Ich kann noch mal vorlesen. Wir haben über die 30 Stunden jetzt 700 Leute, die sich das T-Shirt gekauft haben. Wow. Wow. Crazy. Verrückt. Ja, das ist natürlich auch die einmalige Gelegenheit. Ja. Klasse. Das ist so clean bei 30 auf. Theke 1 spendet 13 Euro. Kleiner bei Kaffee was? Für Jörg und dich. Bei 30 auf. 30 Stunden mit dem. Wir sind schon bei 3 Stunden. Schon? Oh shit. Yeah. Ich gucke gerade in meine E-Mail und sehe tatsächlich, ich kann die ganze E-Mail nicht lesen ohne Brille, aber eine Zuschrift von jemand aus Eldachsen, aus meiner ehemaligen Heimat. Aha. Das war wahrscheinlich die Nummer, die Postleitzahl, die ich kam. Ich lese mir die E-Mail nachher in Ruhe durch. Ich kann es ohne Brille jetzt nicht komplett lesen. Klasse, freut mich von Eldachsen zu hören. Hoffentlich bist du noch dabei. Mir hat das Spaß gemacht hier und schön von der alten Heimat mal zu hören. Das ist ja schön. Fünf Meilen, also Springe ist eine Gemeinde mit Außengemeinde. Ja. Eldachsen ist quasi eine Außengemeinde von Springe. Ja. In der alten Heimat hört man uns jetzt. Heftig. Da kommt der Tori zurück. Ja, der war nur kurz da. Ja, der war kurz da, hat's abgecheckt und wieder zurück. Weg. Dann haben die jetzt gesagt, komm, hau ab, wir wollen jetzt zum Grillen gehen. Das war's. Eine Minute noch. Eine Minute, dann war's das. Mit dem Shirt. Theke 1 spendet 13 Euro. Kleiner Kaffee für Jörg und dich. Okay, Davius, wir können den Shop jetzt offline nehmen. Crazy. Davius Surir. Folgt gerne Surir auch auf Instagram. Mods in den Link rein. Jetzt. Habt ihr irgendwo ein Bild? Zweites? Was denn? Ein zweites? Nein, Gottes Willen, danke. Ich muss ja auch noch nach Rachel fahren nachher. Kann ich das irgendwo... Ja, einer hat 13 Euro gespendet, danke dafür. Liebe. Hier offline.
Verbindung gerade schlecht? Ja, nein, okay, wieder da. Wir sind back. OAC spendet 3 Euro. Was sagt Dirk zu Bitcoin und der Technik dahinter? Was sage ich zu was? Bitcoins. Ich habe mich da noch nicht eingeklinkt. Ich glaube, der ganz große Hype ist vorbei. Okay. Ob das nochmal weiter hochgeht. Ich hätte mich gerne vor 2-3 Jahren da eingeklinkt, dann wäre ich jetzt reich, aber ob das jetzt noch so weitergeht, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, ich bin da ein bisschen anders. Du meinst, es geht weiter? Ja, ich glaube sehr viel an Bitcoin. Also, ich glaube sehr viel an Bitcoin, an das Anonyme und so. Ja. An das Zahlen, dass du selber. Ich denke mehr an die Spekulation mit Bitcoin. Ich denke mir, die Frage geht dahin, ist es noch günstig in Bitcoin anzulegen? Ja, ich glaube schon. Ach so, günstig. Ich wünschte mir, ich hätte in Bitcoin investiert vor 2-3 Jahren. Ja. Aber dann bin ich als Vertreter der älteren Generation natürlich auch solchen Sachen eher ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja. In meinen früheren Jahren an der Börse auch ganz gut spekuliert, gut verdient und gut verloren. Das war bei mir mit Krypto so gewesen. Bei dir mit Krypto? Ja, NFTs. Verloren. Ja, NFTs ist aber auch der größte Schrott. All das, alles gejobbt. Ja, ja. Das habe ich auch so gesagt. Und dann war das immer, ging es immer weiter nach oben. Wie war es mit Logan Paul sein NFT? Wie viel ist der wert mittlerweile? Weiß ich nicht. Aber ich habe vor kurzem noch was gekriegt. Der hat mir für meinen nackten Arsch Geld bezahlt. Wie? Ich bin nackt von hinten, hat ein Foto gemacht, wie ich am Dings langs gelaufen bin. In Island gibt es auch den Black Sand Beach. Das war so ein Liberty-Foto. Das war von weit weg. Und da war ich da komplett so mit Hand herausgestreckt, so am Strand längs gelaufen und hat ein Foto gemacht. Godzilla in 8 spendet 3 Euro. Geiler Stream und übrigens finde ich euch sehr anregend. Schön. Aus. Ja, und das NFT hat mir da auch ein bisschen was gebracht. Was denn? Moment. Ich glaube noch nicht. Warte mal. Nein, noch weiter geradeaus. Die nächste links. Wenn wir hier fahren würden, dann würden wir zur Ranch kommen. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, auch schon an den. Ich glaube schon. Ich habe meine Augen aufgehalten, aber irgendwie. War weiterhin. Naja, es ist ja egal. Boah. Wo ist Death Valley da? Death Valley ist in Utah oder Utah? Death Valley ist in Kalifornien. Überwiegend Kalifornien. Aber auch in einem anderen Staat, ne? Das ist an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien. Ah, okay. Hey, dann muss es doch hier sein. Du denkst vielleicht an Monument Valley. Monument Valley ist in Utah. Wir sind auf Lufthöhe mit Death Valley. Aber Death Valley ist dann so Las Vegas, oder was? Nee? Ja, über Las Vegas hinaus Richtung Kalifornien, Richtung Westen. 150 Kilometer. Und da ist es so warm? Da ist es richtig warm. Das ist heißt der tiefste Punkt. Richtig, der tiefste Punkt. Und je tiefer du runter gehst, desto wärmer wird es, ja? Ja, wir sind Luftlinie. Badwater ist der tiefste Punkt. Ich denke mal, wenn wir hier 100 Grad haben, dann haben die bestimmt 125 Grad. Also da ist es richtig knapp. Ich glaube 54 oder 57 war der Barrekord. Ja, das wären dann Fahrenheit. Nee, in Celsius meine ich. Ja, also. Schon klar, ich versuche es gerade im Kopf umzurechnen. Wir haben das gestern. Wie viel ist das denn mal? Was ist es? Die von Fahrenheit nach Celsius ist minus 32 durch 9 mal 5. Das ist die ever highest ever recorded was 130. 130 Fahrenheit. Wow. Ja. Das ist schon heftig. Das sind 55 Celsius. Jetzt gerade in der Sekunde. Da bin ich wirklich raus, Chat. Ist 50 Grad da. Was ist für eine komische Rechnung? Was? Minus 32? Ja.
Durch 9 mal 5. Durch 9 mal 5? Durch 9 mal 5. Das ist die Umrechnung von Fahrenheit auf Celsius. Aber warum macht man das? Anders mit. Das sind zwei verschiedene Messsysteme. Jetzt genau ist gerade 50 Grad. Die Celsius-Skala ist ja eigentlich sehr logisch aufgebaut. 0 Grad ist, wo Wasser gefriert. 100 Grad ist, wo Wasser verdunstet. Während die Fahrenheit-Skala, woran die sich orientiert, weiß ich nicht. Die haben die Skala ja offiziell mal geändert damals, aber wegen dem Krieg und dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ging es ja Amerika nicht so gut finanziell. Da haben die das sozusagen nicht mehr gemacht. Wurde ja offiziell ins Gesetz geschrieben. Dass wir auf Celsius umsteigen? Dass sie das Kilometer, das Metric von uns nehmen. Ja? Und in Texas gibt es sogar noch ein paar Highway-Schilder, die sagen Kilometer Speed Limit an. Die haben bloß halt, um das ganze System zu wechseln, musst du ja rein theoretisch alle Schilder umbauen. Ja. Und das haben, das haben die dann nicht gemacht, weil es zu teuer war. Die haben das Geld dafür. Naja, ist ja auch, ich meine, die Kinder lernen das in der Schule auf die eine Art. Ja. Und das wäre eine riesige Umstellung. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier irgendwo bei mir auf dem Grundstück was baue, ich finde es immer noch einfacher in Zentimetern und Millimetern zu messen, als in diese ein Drittel, drei Drittel oder Viertel oder Achtel vom Inch. Ich mache das auch. Ich habe immer noch ein schönes Zentimetermaß mit Zentimeter, ja. Millimeter und da mache ich dann. Ich hab mal eins bestellt auch. Ich habe alles so in Zentimeter. Ja. Der nimmt es auch, alles für mich noch lieber. Ich verstehe nicht, warum die immer andere Maßeinheiten haben bei allen. Das einzige Land. Historisch bedingt. Das einzige Land. Aber ich hab auch noch keinen Amerikaner. Auch zu meinen Freunden alle, wenn wir irgendwo an was arbeiten und ich hole mein schönes deutsches Zentimetermaß raus, versuche ihnen das zu erklären, warum das denn so viel einfacher ist. Die begreifen es nicht. Sie sagen, ja, aber 8 und 16 Zoll ist doch viel einfacher. Die begreifen es nicht. Halt, so haben sie in der Schule gelernt, so haben sie das in ihrer Ausbildung gelernt und so ist es drin. Oh, they not like us Musikvideos drauf sind vor ein paar Minuten. Niemals. Der Inventor spendet 5 Euro. Schlafen die Mitarbeiter bei der Area 51 und wie lange sind sie von zu Hause weg? Yeah. Kuss an Jörg den Lippen. Timo spendet 3 Euro. Jörg hatte die Entwicklung der SR-71 Einfluss auf die F-35. Wer es macht, Welle auf seine gefundene Liebe. Die erste Frage war, schlafen die Leute? Das war sein Handy. Was? Das war sein Handy. Oh, schlafen die Leute in der Area 51, die schlafen teilweise wirklich dort. Es gibt also Unterkünfte für fast 50. Das ist Fortschritt gekommen. Ja. Ja. 1,58 circa. Die Leute schlafen teilweise wirklich in der Area 51 über die Woche. Die fliegen montags her, haben dann da einen Unterkunft und fliegen am Donnerstag oder Freitag wieder nach Hause, Familien. Natürlich haben sie die Auswahl, entweder schlafen sie in der Area 51 oder sie fliegen jeden Tag. Wenn sie in der Area 51 schlafen und damit den Flugverkehr ein bisschen erlassen, kriegen sie dafür eine gewisse Vergütung. Hm? Warum weißt du das? Ich weiß es halt. Ja, okay. Macht auch Sinn. Kann ich im Moment nicht. Macht auch Sinn. Aber es ist Tatsache, das sauge ich mir nicht aus den Fingern. Also es ist so. Die andere Frage war, jetzt habe ich es vergessen. Was war die zweite? Die auch nicht an den gehört, das war so schnell. Ja. War ganz kurz abgelenkt. Ja, sorry, Chad, die zweite Frage habe ich jetzt leider vergessen. Wird ja auch nicht jünger. Was war die Frage, wisst ihr das, Chad? Ob die SR 71 Einfluss auf die F-35 genommen hat. Die SR 71, die SR 71 ist ja entwickelt worden in den 1960ern, späten 1950ern, Anfang 1960ern. Vielleicht werden so ein paar Designmerkmale in die F-35 übernommen worden sein. Aber die F-35 ist ja eine Generation nach der SR 71 entwickelt. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass ein paar Designmerkmale, die funktioniert haben, übernommen worden sind. Aber man kann das wirklich nicht irgendwie als jetzt, sag ich mal, Vorgängergeneration, nächste Generation sehen, sondern da liegen verschiedene Generationen dazwischen.
Die Frage ist damit beantwortet. Die F-35 ist ja eins von den moderneren Fighter Jets, während die SR-71 eigentlich als Aufklärungsflugzeug, Reconnaissance, Spionageflugzeug kann man auch sagen, entwickelt worden ist, okay, um über die Sowjetunion, damals hieß sie ja noch Sowjetunion, zu fliegen, um dort Spionage zu betreiben. Und irgendwann war es dann halt so, dass die Satelliten gut genug waren, dass Spionageflugzeuge gar nicht mehr so unbedingt notwendig waren, dass die Satelliten quasi die Aufgabe der Spionageflieger übernommen haben. Okay. Ja. Ja, der Stream, von dem Stream werden einzelne Videos hochgeladen, Chat. Fenster, weil die Sonne aufgestellt ist. Ja. Kannst du, wenn du willst, kannst du zumachen. Aber das, nee, für die Aussicht, für die Zuschauer. Ja. Ja. Ich packe schon mal mein Fernglas ein, das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Ja, dann. Ich hoffe, was da. Nur Schotterwege, ne? Um den Corrari herum, ne? Ja, genau. So, ihr seht nichts, aber wegen Licht, maybe? Weil ich so ein Van. Oh, they're trying to talk to me. Ich versuche, mit dir zu reden. Was will er? You're looking for the black mailbox? Yeah, it's no longer there. It used to be where this road meets the highway. That is where the black mailbox used to be, but it's gone. It's gone now. Alle für Jörg spenden. Danke für den Stream, kleiner als drei. Schön gesagt. Boah, was denn, ist das bekannt, dass das Ding weg ist? Man hat sich da haben die Recherche nicht gemacht. Ja, das ging schon durchs Internet durch, dass die weg ist, aber es ist halt so in der Area 51 Folklore drin, dass die Leute die immer noch sehen wollen. Und, ich habe das, glaube ich, auf meiner Website auch noch nicht aktualisiert, dass die nicht mehr da ist. Wie lange gibt es denn nicht mehr? Zwei Monate. Vielleicht anderthalb Monate. Ah, okay. Das ist also vor kurzem erst. Wie gesagt, es gab die ursprüngliche Mailbox, die echt eine Funktion hatte. Und die ist dann irgendwann zu der Ranch verlegt worden. Und dann hat eine Privatperson da eine Mailbox als Memorial aufgestellt. Und die ist aus irgendwelchen Gründen jetzt auch verschwunden. Ja. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Leute von der Ranch da irgendwann genug hatten mit den Touristen und die wahrscheinlich selbst irgendwie verfahren. Selbst nicht genommen haben. Aber ich kann's, will auch keinen beschuldigen, das ist eine reine Vermutung von mir. Ja. Vielleicht mal kurz hier oder euch hier benutzen? Ja. Ja. Das liegt nicht auf, ist nicht da. Das geht. Wollt ihr kaputt machen? Ja, man muss beide aufmachen. Man muss beide aufmachen. Okay. Boah, die Straßen sind so weit weg. Guck mal. Bei unterstrich 28 spendet 11 Euro. Hatte Gerard nicht mehr. Danke dir. 11 Euro ist crazy. Danke dir.
Kannst du das machen? Ja. David kann das machen, Felix. Okay. Crazy. Jörg gibt euch ein Ei als Geschenk. Das ist crazy, Chat. Oh, meine Rücken, Alter. Kannst nach Vegas was essen gehen? Boah, das ist jetzt cool. Es gibt einen Spot, aber da kennen wir keine. Nein, da gibt es einen Spot. Hell's Kitchen. Boah, meine Rücken. Haben wir Klamotten, dass wir da auch Hell's Kitchen ist so overrated. Ach, das ist der 40 Juli. So Arsch essen, Bro. Carbon ist der beste in Amerika. Carbon. Das ist so italienischer Spot, den gibt es nur in New York, Vegas und vielleicht irgendwo anders noch, Miami. Da kann man nur mit Reservierung rein, aber es 4. Juli ist halt schwierig. Ist voll, oder? Selbst wenn kein Freitag ist, brauchst du jemanden als Kontakt. Ich hätte den aber nicht für 4. Juli, ist so besonders. Das ist der beste Italiener, aber müssen wir anders. Alles außer in. Außer was? Außer in. Lass kein Fastfood machen. Vegas hat Essen. Wir können irgendwo was essen gehen. Ja, ja. In Vegas gibt's auch Nusret. Ja, wenn du schon mal da warst, ja. Ich war noch nie bei Nusret. Mal gucken, Hauptsache irgendwas Normales, Digga. Weil die letzten Tage waren zu krass. Was? Du warst halt schon auf. Zweimal. Bei dir erst. Zweimal. Hast du hier zweimal? Mit Herz war ich hier zweimal kacken, Chat. Mit ganz viel Herz. Guck gar nicht erst rein. Das wäre so geil, aber 4. Juli kann man sowas knicken. Das ist ja auch eine Herausforderung bestehen. Ja, ne? Ich meine den Fahren. Hm. Aber wir sind gleich sogar da. Oder? Ich mach einen Meter. Hast du so ein Ding, was die ganze Zeit den Funk abhören kann und dann dir am Ende das wiedergibt, was im Funk nur gesagt wurde? Ja, also ich habe im Prinzip sind das mehrere Scanner, die über meinen Rechner laufen und mein Rechner wertet das aus und zeichnet das auf, was wo wirklich Sprache dann ist. Ja, okay. Das sind, die Dinger nennen sich Software Defined Radio. Das sind also nicht mehr Scanner im klassischen Sinne, wie ich gestern einen hatte, sondern es sind im Prinzip nur USB-Module, die am Rechner angeschlossen werden. Auf der anderen Seite wird eine Antenne angeschlossen und dann macht der Rechner im Prinzip nur Software. Okay, krass. Da habe ich also im Prinzip Tag und Nacht 4 Stück von laufen. 4 Stück? Und die zeichnen, wie gesagt, nur dann was auf, wenn wirklich irgendwo Funkverkehr ist. Ja, dann setze ich mich ja morgens mal hin, trinke mal Tässchen Kaffee und höre, was da die Nacht vorher ist. Hast du deine Morgenroutine? Meine Morgenroutine. Andere Leute schlagen morgens die Zeitung auf oder wie auch immer und setzen da hin und höre erstmal 5 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, wie viel die Nacht vorher los war. Gibt es Zeitung bei euch? Wir haben tatsächlich in Lincoln County eine kleine Zeitung. Jeden Tag? Einmal die Woche. Ah, okay. Die haben inzwischen auch eine Online-Präsenz. Also ich habe die online abonniert, dass ich die also im Prinzip tagesaktuell online angucken kann. Ansonsten die gedruckte Zeitung kommt einmal die Woche raus.
Wann habe ich das letzte Mal Zeitung gesehen, Alter? Das ist genau so ein Ding der Vergangenheit wie Telefonzellen, ne? Ja, Mann. Ja. Telefonzellen auch gar nicht. Ja, weil unsere lokale Zeitung ist auch das einzige Medium, um zu sehen, was bei uns im County los ist. Ne? Ah, okay. Weil, ich sage mal, Yahoo News oder so, die haben natürlich kein Interesse an unserem kleinen County. Und das finde ich manchmal ganz interessant, gerade so, wenn ich lese, was bei den Commissioners Meetings los ist, was also quasi im County beschlossen wird, was die sozusagen der älteste Rat des Countys an Neuigkeiten beschließt und neue Gesetze und so weiter. Bin ich immer ganz gerne auf dem Laufenden, was da so vor sich geht. Das ist, glaube ich, auch wichtig in Amerika. Hier ändert sich schnell was. Ja, ja, und wie gesagt, ich hatte ja gestern schon gesprochen von dieser Geschichte mit den Drohnen, wo sie uns ein Jahr helfen wollten, die Drohnen-Sperrzone weiter nach außen zu verbreitern. Und das habe ich nur gesehen, dadurch, dass ich eben in diesem lokalen Blättchen gelesen habe, wo das drin stand, dass sie das vorhaben. Und ich bin dann eben zu der ältesten Kommission vom County gegangen und habe gesagt, Leute, so und so. Und ich bin der Meinung, dass die Sperrzone schon groß genug ist. Und es dann auch wirklich abgelehnt worden, dass die Sperrzone verbreitert worden ist. Alles weg. Man könnte auch sagen, ich schaue den Leuten gerne auf die Finger. Nö. Ob jeder seinen Job richtig macht? Richtig. Ja. Wenn du ein Angebot kriegen würdest, dass du bei der Area 51 arbeiten dürftest, würdest du es machen? Klar. Echt? Logisch. Okay, krass. Da würde ich sogar meinen Rentnerhut wieder aufs Regal legen und dann nochmal zur Arbeit gehen. Auf jeden Fall. Krass. Aber da sind ja nicht nur Piloten. Nee, da sind ja Techniker, da sind, ich meine, die Gebäude brauchen Hausmeister, die brauchen Schlosser, die brauchen Klempner, die brauchen Küchenpersonal, Techniker, Piloten, Leute, die Maschinen warten, das ist ja alles. Ich sage mal, es gibt tatsächlich eine Website, wo Jobs ausgeschrieben werden, für unter anderem die Area 51. Das sind also, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Contractor-Firmen, Vertragsfirmen, die für die Area 51 arbeiten, und da werden tatsächlich Jobs ausgeschrieben. Da habe ich mich vor Jahren, bestimmt schon 15 Jahre her, tatsächlich mal beworben. Ich habe nie wieder was davon gehört. Da hatte ich meine Website schon, und die haben wahrscheinlich auch meine Kosten herzhaft gelacht und meine Bewerbung gleich erstmal gelöscht. Ja, das kann gut sein. Ja, ich denke, in deiner Position wird das ganz schwer nach dieser FBI-Sache. Unmöglich. Also, nachdem meine Website online gegangen ist, war das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe es auch nie ernsthaft vorgehabt oder so, aber sobald mit meiner Website, die suchen sich die Leute so hardline aus, dass es ja nicht nur so, dass die Leute zum Interview vorgeladen werden, bevor sie überhaupt eine Security Clearance bekommen, sondern die Familien werden verhört, die Nachbarn werden verhört. Da gehen wirklich Leute von... Schwimm mal ein bisschen, Felix. Warum hörst du schneller? Oh. Da gehen Leute von der Security-Firma der Area 51 wirklich zu den Nachbarn von Leuten, die da bewerben, hin und fragen, was ist das für einer? Hat der finanzielle Probleme? Hat der Probleme zu Hause? Und wenn da irgendetwas auch nur ein ganz kleines Red Flag ist, dann bist du schon durch. Meine Website ist ja ein riesengroßes Red Flag, also keine Chance. Ich würde Jörg bei der Area 51 sehen, als Arbeiter. Ich glaube, du wärst Mitarbeiter des Monats da. Ja. Würde mir Spaß machen, auf meine alten Tage nochmal da als Softwareentwickler anzufangen oder auch wie auch immer. Ich würde sogar die Klos putzen. Also ich würde wirklich gerne mal dort arbeiten. Das, boah. Obwohl das natürlich so ist, muss man auch dazu sagen, jetzt mal im Ernst, dass du nur deswegen, weil du dort arbeitest, eigentlich auch noch nicht automatisch irgendwas weißt.
Die Projekte sind ja so voneinander abgeschirmt, dass du im Prinzip, wenn du nicht direkt an dem Projekt arbeitest, da eigentlich auch gar nichts davon mitbekommst. Ich denke nicht mal, die Piloten selber wissen, was abgeht. Wenn sie das nicht müssen, wenn da kein Need to Know ist, dann werden die das nicht wissen. Krass. Ganz genau. Die Leute, die jetzt da in der Küche arbeiten oder die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die wissen nur genau so viel, wie sie brauchen, wie sie müssen, um ihren Job zu machen. Und alles andere geht sie nichts an und da fragt auch keiner. Das ist ja so auch wieder ein Auswahlkriterium, Leute, die zu Fragen stellen, die werden auch nicht gefragt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte damals die Bewerbung echt nur so aus Spaß eingereicht, online, um einfach mal zu sehen, was passiert. Aber da gehen doch gar keine Bewerbung durch, oder? Meine Bewerbung wäre also nie durchgegangen. Und ich denke mal, die gucken sich die Leute ganz genau an. Unter Umständen wäre sogar bei mir schon allein die Tatsache, dass ich kein gebürtiger Amerikaner bin, ein Red Flag gewesen. Ach krass. Könnte sein. Das ist krass schon gewaltig. Vielleicht machen wir am nächsten Besuch einen Spendenaufruf, um mir die Straße mal teeren zu lassen. Schon Baba Streams 100%. Ich freue mich auf die Las Vegas Fahrt. Endlich was Normales essen. Ja. Und war da nach Las Vegas morgen dann weiter oder habt ihr in Las Vegas noch Station? Nee, von Las Vegas heute Abend direkt nach Hause. Heute Abend. Nach LA und dann muss ich morgen früh kommen schon mein Flieger. Wow. Ja. Was ist Programm? Dann wieder nach, also dann zu diesem Festival halt. Ja. Boah. Alter, die Fahrt hat über eine Stunde gedauert. Das ist krank. Das ist ein Wohnwagen, Alter. Das ist krank. Wenn ihr niemals mit dem Wohnwagen reinfahren dürft. Ja gut, wir hätten das Ding jetzt irgendwo auf meinen Truck montieren können, aber. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen. Damit fünf Leute in meinem Truck wäre auch ein bisschen eng geworden. Für die Leute, die es nicht verstehen, ich habe ein Handy in der Hand, weil ich den Chat lese. Nicht, weil ich hier irgendwas mache am Handy, sondern weil ich den Chat nebenbei die ganze Zeit auf habe. Aber Lucky Luke, du kriegst ein Permaban. Stell dir vor, du läufst, wie lange läuft man denn dahin? 3 Stunden? Ja. Okay, 15 Meilen, 5 Meilen die Stunde, man muss schon ziemlich zügig unterwegs sein. Und das sind ja so eine Entfernung, dadurch, dass du hier so weit gucken kannst, sehen die Entfernungen gar nicht so groß aus. Aber ja. 15 Meilen, das sind knapp 25 Kilometer, das wäre mal eben von meiner Heimatstadt Springen nach Hannover. Das ist also 25 Kilometer ist schon sehr weit. Und dann eben auf so einer Straße hier. Oh, ich sehe das auch. Sind wir bald da, Papa? Oh ja. Wir sind da, Chef. Ja, hat mir echt Spaß gemacht. Und die Leute, die jetzt noch zuhören, die es keine Kameras gibt auf dem Gelände, ja. Ja.
Das war die Leute, die jetzt vielleicht noch Fragen haben, können sich auch gerne noch mal bei dir über die Website melden. Versuche allen zu antworten. Unterstrich 28 spendet 11 Euro. Hatte Gerard nicht mehr. Ja, ich bin da. Keine Ahnung. Danke dir für deine 11 Euro. War das ein Test? Nee. Okay, danke dir für deine 11 Euro. Kuss. Habe ich schon gefragt mit diesen Kühen, da hat er selber nichts gesehen. Das war irgendein Quatsch, was der Typ da gelabert hat. Die Riesenkühe? Ja. Ah, da ist jemand. Oha. Machen die jetzt hier Picknick? Shirt ausverkauft. Shirt war nur bis 1 Uhr da. Also die 30 Stunden. Ach, das sind doch die, die uns eben ja, genau, gefragt haben. Krank. Okay. Ja. Ist Angie auch ready? Ist das schön, wenn es ruhig wird. Aber auch mit dem, wann er switchen soll? Okay. Hast du alles? Guck mal, meine Sachen eigentlich. Okay, Chat. Das wird's nochmal geil. Sehr geil. Wir verabschieden uns vom lieben Jörg. Ja, hat mir echt Spaß gemacht. So, ein Mikrofon wollte er wahrscheinlich auch wieder haben. Das kannst du auch dran lassen erstmal ein bisschen. So, okay. Bis du bist. Okay. Boah. W Jörg. Glaub, ist dein Kopf gestoßen? Yes. Kurz einen Blick in die Runde hier. Habt ihr es gesehen, Chat, wie er seinen Kopf gestoßen hat? Bitte, das war auf der Cam. Yes. Okay, Jörg. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Der Chat liebt dich, finde dich todessympathisch. Check nochmal seine Seite aus, unbedingt. Fühl mich nicht besorgt. Ja. Hat danke, Spaß gemacht. Ne? War super cool, wirklich. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch dreamlandresort.com, Feedback-Link. Ich freue mich von euch zu hören. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten, aber seht es mir nach, wenn es bei dem Andrang ein bisschen dauert. Liebe an Jörg, ne? Wirklich Liebe. Und ihr super seid cool, jederzeit gerne wieder willkommen. Ich würde gerne noch mal so ein Ding machen. Also hat mir echt richtig Spaß gemacht. Wirklich? Super. Cool. Richtig Spaß gemacht. Sehr cool. Maybe kommen wir mal nochmal. Oh, da hat einer 50 Euro gespendet. Danke dir. Wow, super. Geh doch auf seine Seite und spendet da was. Lieben gerne. Ja, Mods, haut immer den gerne. Link rein. Da gibt es einen Spenden-Link auf meiner Website für PayPal. Und dann gibt es noch einen Link zu der Area 51 FBI Raid Website, wo es dann einen Link gibt zur GoFundMe-Page. Mhm. Alles hilft. Ich bin für alles dankbar. Oder schickt mir einfach eine Mail mit Support. Alles hilft. Okay. Danke dir. Hat mir okay. super viel Spaß gemacht. Alles danke Gute. Dir, kommt gut zurück. Ja. Und habt eine schöne Weiterfahrt. Und du auch noch einen schönen Tag. Wenn ich jetzt noch meinen Schlüssel finde. Den Barbecue. Den Barbecue essen. Ja, genau. Ja, genau, da fahre ich jetzt hin. Hast du deinen Schlüssel? Hast du alles? Ja, Schlüssel haben wir. Nein. Haben wir alles. Sollst du alle haben. Das Mike kriegst du auch ja. gleich. Lass mir Emily dein Mikro ablegen. Noch? W, Jörg, Real Talk. Dein Mikro noch? Ja. Ist das der? Ja. Okay. Genau. Gute Fahrt noch. Danke. Vielen Dank für deine Zeit, für alles. Ich danke auch. Hat echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr seid alle jederzeit willkommen. Bleib in Kontakt. Ich schicke dir auf jeden Fall nochmal die Videos, wenn wir das. Und ich schicke dir noch dein T-Shirt. Da freue ich mich schon drauf. Danke. Und deine Frau auch. Alles Gute, ne? Danke nochmal. Du auch. Danke. Zeit, wenn du mal von Reini Weg hier hochfindest. Werde ich machen. Vorbei. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Bis dann. Danke dir, Jörg. Boah. Der Staub ist crazy. Staub ist wirklich crazy. W, Jörg, Mann. Wirklich. Jörg ist wirklich ein W-Typ gewesen, Chat. Bier, er sagt, er trinkt kein Bier mehr, Chat. Hä? Haben wir das Bier noch? Er will keins mehr. Ich habe ihn gefragt vorhin. Er sagt, er will nicht mehr. Chat. Das war ein crazy, crazy Stream. Geisteskrank gewesen. Ja.
Oh, der fährt jetzt. Ciao. Stream. Achso, ja, wir sind 30-Stunden-Stream, kompletter W-Stream gewesen. Meine Meinung über die Aliens kommt. War ein geisteskranker Stream, ich bin komplett am Arsch. 30 Stunden haben wir durchgehasselt. War winke, winke. War ein crazy Stream. Danke an die ganzen Mods, an die Regie, an David, der am Start war, an die ganzen Leute, die sich Shirts gekauft haben, die ganzen Leute, die bei Jörg donated haben. An Amesy, der von zu Hause die Regie gemacht hat, der hat geistkrank gecarried auch. Ja, danke fürs Einschalten, mich mega gefreut. Danke für die crazy Projekte, für die ihr am Start wart. Wir waren jetzt sogar 31 Stunden live. Das war's mit dem Stream, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns in Deutschland wieder. Yes, sir. Ist da jemand? Ah, du bist wach. Wer oder was bist du? Beide Antworten übersteigen deinen menschlichen Horizont. Was willst du von mir? Wir wollen, dass du uns in Ruhe lässt. Hör auf, nach uns zu suchen. Also, euch gibt es. Warum zeigt ihr euch nicht? Wir beobachten euch schon lange. Überall sehen wir Konflikte. Ihr sägt an dem Ast, auf dem ihr sitzt. Obwohl es euer einziger ist. Weißt du, dass wir die Raketen vom All aus sehen können? Menschen sind zu besessen von Macht, Besitz und Dominanz. Ihr zerstört euch gegenseitig und eure Welt. Seit über 2 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Unzählige Zivilisten sind gestorben. Millionen mussten fliehen. Familien wurden zerrissen. Im Gazastreifen sterben Menschen durch Bomben. Vor allem Frauen und Kinder. Die Überlebenden, die fliehen konnten, finden keine Zuflucht und keine Versorgung. Warum nicht weg? Während die Schreie all dieser Unschuldigen durch das Universum hallen. Und warum helft ihr uns nicht einfach? Wer garantiert uns, dass ihr uns nicht auch mit Misstrauen und Aggression begegnen würdet? Wenn ihr euch nicht helfen könnt, warum sollten wir es dann tun? Ihr seid kein Mehrwert für das Universum. Es liegt bei euch, Frieden zu finden. Und nun ist es an der Zeit, dich zurückzubringen. Hey! Warte!